Sicherlich der bekannteste polyextremophile Mikroorganismus, den es gibt, ist ein Bakterium, das als Deinococcus radiodurans bezeichnet wird. Dieser Organismus, der wurde ursprünglich aus Fleischproben isoliert, die durch ionisierende Strahlung sterilisiert worden sind. Das bedeutet, derartige Strahlung schädigt die DNA dieser Mikroorganismen und tötet dadurch die Mikroorganismen ab. Nun hat man aber auf Fleisch, das bereits sterilisiert wurde, Proben genommen und hat da eben diesen Organismus gefunden. Deinococcus radiodurans wurde anschließend weiter untersucht und man hat gefunden, dass Deinococcus radiodurans nicht nur in der Lage ist, mehr radioaktive Strahlung zu tolerieren als jeder andere bekannte Organismus auf der Welt, sondern zusätzlich auch beispielsweise noch eingefroren werden kann oder hohe Temperaturen toleriert. Also dieser Organismus ist in der Lage, viele verschiedene extreme Bedingungen miteinander zu kombinieren und dabei zu überleben. Mhm.